raucht, Leute. Das Stop. Zum Anfang einer Folge ist natürlich auch ein schönes Statement. weiß ich nicht. Gestartet, oder? Ich will jetzt ja auch nicht rüberkommen, als wäre ich voll der Raucher. Ich rauche selber nicht. Natürlich kann ich sagen, Rauchen ist eklig und schlimm, weil das ist ja nichts, was auf eigenen Erfahrungswerten beruht. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich finde Tomatensaft eklig oder so. Das ist ja eine Geschmackssache, aber Rauchen macht halt deine Lunge kaputt. So ist ja nicht so, als wäre das eigene Empfinden oder so. Nee, das natürlich nicht. Ja, so kann ich ja wohl sagen, Rauchen ist scheiße und Rauchen ist schlimm, ohne jemals geraucht zu haben. So, und ich kann auch jedem davon abraten zu rauchen. Aber McDonald's, na, geht und Burger King. Es gibt Leute, die haben sich monatelang nur für McDonald's ernährt und haben abgenommen, wollte ich nur mal sagen. Wenn sie vorher doppelt so viel McDonald's gegessen haben? Nein. Halt mich hin mit Siegesrauch? Achso, okay. Man muss auch mal McDonald's probiert haben, ich bin noch in der Testphase. Ja. ich hatte noch nie Burger King gegessen und Was? Krass. Krass, was für ein Hintergrund. Aber gut, ich hab noch nie KFC gegessen. KFC hab ich auch noch gegessen. Was? Das gibt's bei uns nämlich erst. Aber Kentucky Fried Chicken mag ich eigentlich auch nicht so gerne. Ich esse zwar gern so Hähnchenzeug, aber... Die Wings sind da total lecker. Ich weiß nicht, da... Naja, so Hähnchenflügel esse ich auch nicht so gern. Ich mag das nicht so. Oh, die sind lecker, weil die so eine Knusper haben. Ja, aber von den Knochen abknabbern, das mag ich nicht so. Da denke ich immer, das war mein Tier. Scheiße. Du darfst auch rauchen auf dem Weg. So muss er aber. Hey, das ist ein Deal. Du kaufst dir eine Packung Kippen und ich krieg was von KFC. Okay, du kriegst irgendwann mal was von KFC und irgendwann hole ich mir mal eine Schachtel Kippen. Nein. So haben wir das nicht. Was müsstest du dann jetzt sein? Dass ich jetzt rauche, das finde ich aber... Das ist ein zeitlich begrenztes Angebot. Das ist aber, du verleitest ja Leute zum Rauchen. Das ist aber nicht gut. Ja, also ich finde das klingt gerade erschreckend. Das klingt irgendwie so, dieses Angebot gilt nur bis... Guck mal, da schlägt die eigentlich... Ey, das ist voll genial, das ist der Masterplan. Guck mal, die sagt, du kriegst Kippen und darfst rauchen, wenn ich KFC krieg. Und irgendwann kratzt du dann ab und dann hat die eh nicht mehr dieses, ich darf nicht zu KFC, weil du ja tot bist. Nee, ist der Masterplan. Die Fettleibigkeit gestorben, weil die andauernd KFC gegessen hat. Ja, oder so. Hallo, eine stirbt an Lungenkrebs, die andere an Fettleibigkeit. Ein erfülltes Leben. Wenigstens haben wir was probiert. Was? Nein, ich glaube nicht. Ich dachte, du bist kein Vegetarier mehr. Ja, stimmt ja. Boah, ohne Witze. Ach ja, ich esse ja wieder Fleisch, habe ich ganz vergessen. Das scheint ja nicht. Aber doch, theoretisch schon. Es gibt doch diese Pesketarier, die fressen nur Fisch. Protestketarier? Pesketarier. Ach, Protestanten? Protestketarier. Die fressen nur Protestschilder. Ei, warum stirbt man hier? Boah, heute war so lustig. Oh, du bist in die Mops reingerannt. In Mops reingerannt. Entschuldigung, das rennen die da in meine Mops rein. Ich laufe so in die Stadt zum Einkaufen. Aha. Und dann kommen da so zwei kleine Jungs, kein Geld. So, weiß ich nicht, so 10 oder so. Ja, man muss trotzdem Lebensmittel holen. So. Kommen da so zwei Jungs aus dem Fahrrad angefahren. Einer in so einer FC Bayern München Trainings. Lebt nicht der erste Mal vor ihr an, wenn ihr Banausen. Ne? Und dann, die sind so voll am Quatschen, nein, du fährst so darf voll Schlangen. Darf ich mal kurz unterbrechen? Nein, darfst du nicht. Ich hätte gerne mal einen rechten Sitz, wenn noch zwei Stück. Ich denke schon so, der fährt mich bestimmt gleich um und dann fährt der volle Kanne gegen so ein Schild. Das war so lustig. Kann ich nicht drüber lachen. Euch und das war so episch, ey. Ich möchte gerne aufgehoben werden. Ja, der hebt ihn immer auf. Ja, echt mal. Dankeschön. Jetzt nochmal, ich hab das nicht gehört, weil ich ja tot war. Ach so. Ich würde sagen, es ist Schwarzfels-Tief. Ich setze mich jetzt hier hin. Oh, Stratholm. Stratholm. Mal was anderes. Oh, das ist der Dienstboteneingang hier. Hier ist ein Esel. Oh, ich hatte doch noch Quests zum Abgeben. Ja. Oder? Ja, herzlichen Glückwunsch. Habt ihr die abgegeben? Lustig, Quest bereits schon im Inventar gehabt, die erste hier. Quest-Item.
Okay. Warum das? Ja, das sind da vorne noch mehr Quests? Das war das, das Wasser von Stadtholm da, dieses Weihwasser. Das hatten wir beim ersten Run ja schon gehabt, als wir schon mal drin waren. Warum habe ich das denn nicht mehr? Ach, das habe ich bestimmt verkauft, als ich vorhin die meine Tasche leer gemacht habe. Geht weg, das ist meine Glitzerkiste. So. Ah, Moment, dann kann ich dir direkt abgeben hier, oder komme ich da jetzt nicht mehr hin? Tor auf. Dankeschön. Nein, jetzt nicht wieder zumachen. Auf. Was hat unseren Quest? Ah ja, ein Stealth angenommen. Naja, okay. Das schon mal hier sind machen, Quests bevor wir... drin oder was? Das ja, ich muss erstmal hier die Dinger wegmachen, weil... Guck mal, das ist dieselbe wie im Untotenstaatgebiet, dieselbe Kapelle. Also, von innen halt. Oh. Oder so natürlich geht's auch. Wer redet denn da immer? Warum ist mein Handy ausgegangen? Der Mann in deinem Kopf. Mein Handy ist ausgegangen. Weil du keine Drogen probierst, deshalb. Ja, echt mal. So. Jetzt muss ich anhand meines Zeitgefühls abschätzen, wann die Folge zu Ende ist. Naja. Ach du Gott. Doch einfach auf WoW. Wird eine lange Folge. Ich habe nicht drauf geguckt, wie weit wir waren, als der ausgegangen ist. Aber ich glaube so bei 5-6 Minuten. Also müsste das um 40 ungefähr dann sein Ende haben, quasi. Müssen wir irgendwas tun? Oh, dein Ende. Kurz mal auf Klo. Ja, das ist schlecht. Ja, wenn Pause ist halt, also wenn... Ja. Pause? Was sind denn dafür hier Pausen machen? Pff. Ja. Ja, das Alter halt, weißt du, ich bin ja ein alter Mann. Hast du keinen Katheter oder so? Nee. Oder eine Windel? Ja, hab ich vergessen. Ich weiß doch, die Demenz und so, das macht ja schon... Im Alter vergisst man ja alles irgendwie. Was muss ich nochmal, wenn ich dieses komische Gefühl da unten hab... Oh, kacken war's. Boah, das sind Laser-Gargoyles. Glitzerkiste. Hab ich schon, ich hab die Quest schon abgegeben. Oh, bist du cool. Hier, Lappen, ja, danke. Endlich hat's mal einer erkannt. Dieser ist nicht bei Sinnen. Muss ein Fluch eindeutig sein. Geht unter Medikamenten oder so. Ja. Sonst hätte sie ja nicht diese unsinnige Aussage getätigt. Weißt du, wer eine unsinnige welche Aussage ist? Glitzerkiste? Ja, ist eine unsinnige Aussage. Nein, das Tor, die cool ist. Ja, jetzt sind die Drogen, Leute. Probiert das nicht, weil, also dann... Alter, was ist denn hier Scheiß los hier? Wo kommen denn die da alle her? Da stimmt so viele Drogen und ihr fällt auf solche Toddys rein und denkt, die sind cool. Wieso ist euch das Toddy, auch passiert? Toddy, du solltest die Frauen abfüllen mit Drogen. Was? Das ist eine gute Idee, Laura. Bitteschön. Danke für diesen Tipp. Könnt ihr da vielleicht dieses Alkohol helfen? Ja, das soll helfen. Aha. Vielleicht finden die dich dann attraktiv. Ja, das glaube ich eher nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Das ist sehr unwahrscheinlich. Da müsste man eine tödliche Menge zu sich nehmen. Und da ist die Stimmung im Keller. Ich geh noch. Boah. Ich hab hier mal gepult. Ja, das ist sehr nett von dir. Kann den. Solchen Ghoul wird wütend. Huch, jetzt bin ich in die anderen reingerannt. In die anderen Möpse. Hoppla. Voll Hunger gerade, jetzt wo wir über KFC und so geredet haben. Oh ja. Boah, hört ihr meinen Magen knurren? Auto. Mist. Ich schon. Ah, ihr Lappen. Holt's uns ab. Der bezahlt sie? Nein, macht er nicht. Kein Geld. Ja. Willkommen im Club, ne? Oh, fuck, ich hab eingezoomt, das wollte ich jetzt nicht. Eingezoomen? Hier bleiben, Jan. Ja, das sind die...
Boah, das ist voll gemein, dass ihr immer Bedarf macht, wenn ich das mal so sagen darf. Können wir nicht einfach alle gieren? Ihr blöden Arschkram. Doch alle gleich. Ja, können wir machen. Also ich habe jetzt gemacht, weil wir es vorhin halt gemacht haben. Aber ach so, du als einzige, besser. Laura. Nur so zur Info. Oh. Ja. Ja. Ich dachte, ihr macht auch Bedarf. Da bist du, ja, da muss man gucken, was da steht. Ich weiß immer nicht, wie das so läuft die Leute anzeigt, Dings. So, aber dann wir machen wir es mal. Mann, die alte hier oben. Und ich würde auch sagen, wir machen ab jetzt immer Gier einfach. Vorsicht, die übernimmt wen, also, ne? Mich übernimmt die nicht. Da bin ich viel zu imbar für. Na, ich wurde übernommen. Boah, jetzt kommt der Schaden. Siehst du das? Chaos, Blitz, verbrennen. Der macht immer Chaos, Blitz und verbrennen hier. Wir können doch einfach alle... Bin tot. Sorry. Das war, glaube ich, der Schildschlag oder vom Hunter irgendwas. Ups. Ich hatte gerade gute Procs. Tolle, du musst an deiner Defensive arbeiten. Kann ja mal gucken. Arbeiten. So funktioniert das nicht. Ah, fuck. Lanela, Blitzhaltung. Ach, nee. Oh, ah, ich hab die Todesursache. Euer Charakter stirbt. Ah. Du, ich hab gewürfelt. Ihr könnt auch würfeln. Oh, ich hab's schon. Dankeschön. Sehr nett. Laura, du könntest bitte so nett sein und mich wieder beleben. Was, ich? Ja, du. Vorhin hat ich irgendjemand anders belebt. Ja, aber ich hab Marcells Debuff. Och, dann kann ich dich leider nicht beleben. Das ich ist kann korrekt. Auf deiner Leiche tanzen. Moment. Boah, wie ich gleich erstmal fett nach KFC fahre und mir da ordentlich einen reinschnabulier und da ein Video von mache und der Lisa dann schickt. Auferstehung klingt gut. Auferstehung? Das ist eine gute Idee. Ist auch Ostern gerade. Also nicht, wenn die Folge kommt, aber wo wir aufnehmen. Ich sag doch, du bist der Osterhase. Ne, Jesus ist auferstanden, nicht der Osterhase, aber ist okay. Trotzdem bist du der Osterhase. Ne, der Osterhase ist auferstanden, da bin ich davon überzeugt. Oh. Entschuldigung. Wie gesagt, die Drogen, ne. Mehr Drogen, Kinder, ja. Kennt ihr die Folge von Malcolm mittendrin, wo Weihnachten ist und die dann die Geschenke wegnehmen will und der eine dann sagt, das kannst du doch nicht machen, das ist das letzte Jahr, an dem Dewey an den Weihnachtsmann glaubt. Was? Oh, so geil. Aber ich kenne so viele Leute, die finden Malcolm mit drin voll scheiße. Da denke ich immer so, was läuft bei euch schief? Obwohl das eigentlich eine Doku über deine Familie ist. Nee, aber ich kenne echt eine Familie, die sind denen ähnlich. Die haben auch so einen Dewey auf jeden Fall, das ist geil. Der kleine Bruder ist echt übelst. Mit dem Goldfisch, wo der da einen Hund kriegen soll, wenn der überlebt und der einfach nur immer neuen da reinschmeißt, wenn er abgekratzt ist. Das ist so echt. Hammer, echt. Oh, was sind das? Gargoyle-Stoß. Kennt ihr die Gargoyles noch? Das ist so eine Zeichentrickserie von Disney. Gehasst. Hier sind die Gargoyles. Sie hat das immer so cool gesagt am Anfang. Das habe ich noch irgendwo auf als Musikspur da. Hört sie sich immer zum Einschlafen ein. Ja, ich höre mir... Sie sind die Gargoyles, sie sind die Gargoyles, sie sind die Gargoyles. Diese Openings von Serien höre ich mir immer übelst gern an, als DuckTales, Ja, genau, ist auch mit dabei. Hab ich mir alles mal runtergeladen. Darkwing Duck. Oh ja, natürlich. Der sagt übrigens in Englisch, let's get dangerous oder so. Also was komplett anderes. Entschuldigung, da ich euch nicht mit Neuigkeiten hier... Ja, Drogen. Er will nur vor den Zuschauern prollen, deswegen sagt er das. Nö, das habe ich ja auch schon mal so im Dings aber gesagt. Aber irgendwie mögen die echt alle Toys. Ist immer ganz cool. Ja, weil ihr einfach scheiße seid. Fanboys. Das sind dann wieder deine Fanboys. Die stehen auf dich, die das wollen dir... Krass, okay, ich will jetzt hier keinen... Ich habe hier so einen Wurm. Wie bei Queer as Folk. Ja. Das ist ein gegnerischer Wurm. Danke. Ich hab mal gepult, wir standen hier da zu lange. Toddys Fanboys haben auch Würmer. Wo willst du denn wissen? Gott. Kennen welche davon. Ja, wen denn? Du willst hier keinen Namen. Dich selber, ne? Ja. Und jetzt habe ich schon auch untersucht.
So rektal. Und du hast gesagt, die haben Würmer, nicht ich. Und du hast irgendwas von rektaler Untersuchung angefangen, das warst du. So. Und wir sind uns sicher, Toddy hat wirklich noch keine Drogen ausprobiert? Hat jetzt geklappt, Mann. Ich glaube. Da irgend so eine Made, die mich verfolgt. Ja, ach. Tot. So, ich würde sagen, wir machen die Folge mal hier Schluss. Und wir hören bzw. sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, wer hat Würmer und wer nicht, das flüssige Rätselraten mit Laura. Bis denn.